So, das war eine ganze Menge Stoff in dieser Unterrichtseinheit. Fassen wir aber mal zusammen, was grundsätzlich wichtig ist, auch unter anderem für das Verständnis der weiteren Unterrichtseinheiten. Was sind Datentypen? Datentypen repräsentieren bestimmte Wertebereiche plus Operationen auf diesen Werten der entsprechenden Wertebereiche. Was sind Variablen? Variablen sind logische Behälter zur Speicherung von Werten. Und in Java muss man, wenn man eine Variable definiert, angeben, von was für einem Typ die Variable ist. Das bedeutet, es wird angegeben, welche Werte generell in den entsprechenden Variablen gespeichert werden können. Ein Ausdruck ist eine Verarbeitungsvorschrift, deren Ausführung einen Wert liefert. Und zwar einen Wert eines bestimmten Typs, abhängig vom Operator und abhängig von den Operanden. Und Operatoren, da gibt es eine ganze Reihe von in Java, mit denen ist es möglich, Ausdrücke zu verknüpfen und ausgehend von Werten entsprechend der Semantik der Operatoren neue Werte zu berechnen.